Herzlich willkommen zum Talk für den 16. April, Ostersonntag, Renntag in Dagelfingen. Wir haben einen Rudi Haller, einen Seppi Franzl und einen Sepp Spaber zu Gast. Wir fangen gleich mit dem ersten Rennen an. Die zwei Favoriten haben wir am Tisch, Lord of Troikas und Red Attack. Lord of Troikas, Rudi, der erste Start nach 1,5 Jahren Pause war sehr gut, oder? Die war ein bisschen defensiv eingestellt, aber hat auch alles so passt, wie du es dir vorgestellt hast. Ja, das wollte ich so, dass er am Start nicht losläuft, dass er innen drin gefahren wird und dann zum Schluss probieren, ob was geht und es ging was. Und damit war ich auch zufrieden. Er fängt eigentlich auch sehr gut an, aber wir bleiben erst einmal bei der passiven Renneinteilung. Ja, das Rennen ist jetzt natürlich sehr leicht, sage ich jetzt mal, also verhältnismäßig leicht gegenüber das letzte. Ich weiß nicht, aber mir wäre es lieber, wenn er von hinten wieder gehen würde und im Speed kommt. Dann. Vom Papier her, der Gegner ist der Red Attack. Sepp Spaber, seine Derby-Hoffnung? Ja, ist mittlerweile, macht auf alle Fälle gute Fortschritte. Im Training zeigt er sich also von Arbeit zu Arbeit gesteigert. Hat die ersten zwei Rennen, wo er zweimal Zweiter war, ordentlich absolviert. Und müsste jetzt soweit sein, also ich glaube, dass er diesmal 1-2 ist und mehr oder weniger erwarte ich einen Sieg. Der Fehler letzte Mal? Ja, da hatten die Sophia am Start ein bisschen zu viel rauslassen, zu viel rausgeschickt und es war sehr schnell die Anfangsphase und dann hat er mit einem Fehler reagiert. Aber eigentlich ist er schnell genug, dass er am Start 2., 3. innen liegt? Er ist ein ordentlicher Beginner und ich gehe mal davon aus, dass er die Lage hinter Mariella erreicht. Seppi, du bist Zuschauer. Sag uns deine Dreierwette. Meine Dreierwette wäre Lord of Troikas, Red Attack und Siegen LP. Rudi, dein Sieger? Mein Sieger ist Lord of Troikas. Hoffe ich einfach. Ja, aber ein bisschen drauf. Und ich hoffe, dass Erna Ross verhindert aus der Fahne und ich hoffe, dass der Red Attack gewinnt. Danke.